Am Hafen wimmelte es nur so von Matrosen. Das Schiff des Kapitäns wurde beladen. Eine Kiste nach der anderen trug die Besatzung die Rampe hoch an Deck der Flotten Lotte. Hättest du gedacht, dass es so gut läuft, Kapitän? Und der Wirt sagte, es gäbe keine Matrosen mehr auf der Insel. Dass ich nicht lache. Welcher Trunkenbold hat ihm nur diesen Seebären aufgebunden? Immer mehr Piraten kamen und wollten auf dem Schiff mitfahren. Als das Lager voll war, ließ Kapitän Schwarzbart seine Anwärter in Reih und Glied antreten. So, Männer, ich suche noch einen erfahrenen Steuermann. Wer von euch Brackwasserpiraten traut sich das zu? Aus der Reihe trat ein alter Pirat hervor. Er trug eine Augenklappe und richtete sich erhobenen Hauptes direkt an Schwarzbart. Hi, Kapitän. Wie ist dein Name, Matrose? Man nennt mich den einäugigen Ole, Sir. Schwarzbart musterte den mutigen Kreis. Und warum soll ich ausgerechnet dich mitnehmen, du alter Tatterkreis? Weil ich hier vermutlich der einzige Steuermann bin. Dass ich nicht lache. Gibt's denn nicht doch noch einen jungen, tüchtigen Steuermann, der für mich segeln will? An Deck wurde es plötzlich mucksmäuschenstill. Nun, Schwarzbart, ich sehe, dein Schiff ist voll von jungen, tüchtigen Männern. Nur leider keine Steuermänner. Ich wünsche dir noch eine gute Reise. Plötzlich brachen Ole und Schwarzbart in lautem Gelächter aus. Ole, du alter Küstenschiffer, was treibt dich hierher? Ich hörte, du suchst nach Abenteuern. Das wollte ich mir doch nicht entgehen lassen. Was war denn das? Die beiden kannten sich? Na dann, lass uns aufbrechen. Ah, Moment noch. Wir brauchen ja noch einen Bootsmann. Diesmal traten nach Aufforderung zahlreiche Männer aus der Reihe, um bei Schwarzbart anzuheuern. Er tappte mehrmals die ellenlange Menschenschlange auf und ab und blieb zu guter Letzt vor einem der größten und stärksten Männer stehen. Matrose, wie ist dein Name? Ich bin Ben August Rico Kilian Feuerbart Peter Elias Schwarzzahn, Sir. Schwarzbart traute seinen Ohren nicht. Beim heiligen Klabautermann, du bist wer? Wir nennen dich einfach Matrose Ben. Herzlich willkommen an Bord. Ja, danke, Sir. Der Riese konnte sein Glück kaum fassen und kam vor lauter Aufregung ins Wanken. Aua, mein Fuß! Johlte der Kapitän und blickte zu Ben auf. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er nicht nur den größten und stärksten, sondern auch den tollpatschigsten Seemann an Bord hatte. Tut mir leid, Sir. Ja, ja. Du kommst jetzt mit mir und alle anderen gehen ab sofort an die Arbeit. Die Flotte Lotte wimmelte nur so von Piraten. Es war schon einige Zeit her, dass das Schiff so beladen in See stach. Richte den Anker! Ist die Segel! Kapitän, wo soll es eigentlich hingehen?